Zu Frequent Traveler TV, heute wieder aus dem Shot and Gun Studio, hätte ich fast gesagt, unterwegs bei Finnair heute bei den Quartalszahlen 3/20/23. Auch wieder mit Topi Manner gesprochen. Also da gibt es einige Updates heute. Weitere Themen haben wir, die Schildkröte Nummer 3 fliegt. Dann haben wir einen Off-Duty-Kapitän, der bei Alaska Airlines meinte, er wäre lustig, wenn er die Triebwerke ausschaltet während des Fluges. Und wir haben dann noch Strawberry Hotels, haben eine Promotion. Ich muss da auch dreimal nachdenken, Strawberry ist Choice Hotels. Damit haben wir alle Themen für heute abgerundet, weil ich sie heute relativ früh, nämlich um 1 Uhr hier in Helsinki im Finnair Headquarter für euch aufnehme. Und deshalb der Lärm, weil die Cafeteria daneben ist, nebenan werden Interviews geführt. Aber für euch ist mir nichts zu teuer und nichts zu blöd, um das für euch zu tun. Also denkt dran, dafür den Kanal zu liken, zu abonnieren, die Glocke an und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Wenn es wackelt, ist ein Stehtisch. Kann ich auch nichts für. Aber ihr seht zumindest hinten im Hintergrund passiert heute was. Ist kein statisches. Ja, lasst uns direkt anfangen mit dem ersten Thema. Und das ist natürlich das Thema mit dem mitreisenden Kapitän. Der fragt euch, warum sitzt da ein Kapitän, der nicht auf Duty ist? Und zwar passiert es sehr oft in der Fliegerei, dass man von irgendwo hinfliegen muss nach irgendwo anders. Heißt also, man muss zum Beispiel als Kapitän irgendwo anders losfliegen, aber es gibt keinen Sitzplatz mehr, dann fliegt man auf dem sogenannten Jumpsitz mit. Der Jumpsitz ist deshalb der Jumpseat, weil ihr kennt das ja auch von den Flugbegleiter und den Flugbegleiterinnen, dass diese Sitze hochklappen. Und das war früher halt auch im Cockpit der Fall. Heute ist das so ein bisschen anders, dass es nicht mehr so automatisch klappt. Beim Airbus zieht man das ja auch, glaube ich, aus der Seite raus und klappt dann den Sitz runter. Ist aber trotzdem auch ein hüpfender Sitz, aber er hüpft natürlich jetzt nicht so wie bei den Flugbegleiterinnen, wenn die aufstehen, dass er direkt hochgeht im Prinzip. Ja, da ist es halt so, dass dann Leute mitgenommen werden auf allen verfügbaren Plätzen, um dann halt nicht zahlende Passagiere auszuladen. Und in dem Fall war es so, dass ein Kapitän auf dem Flug mitgeflogen ist. Er sollte von Everett in Washington nach San Francisco. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum er mitgeflogen ist, ob er nach Hause wollte oder ob er zum Dienst musste. Also irgendwas war da. Und das Ende war dann halt, dass er irgendwann fing, da zu versuchen, die Triebwerke auszuschalten, was natürlich ein absolutes No-Go ist. Der Kapitän und der Co-Pilot, die fliegend waren, haben ihn dann aus dem Cockpit puxiert, waren anscheinend auch Gott sei Dank nicht angeschnallt. Gott sei Dank sind die Triebwerke auch nie ausgegangen, wobei das jetzt nicht ehrlicherweise so ein Riesenproblem ist, muss man sagen, weil nämlich, wenn die Triebwerke ausgehen, es gibt eine Procedure, um die wieder anzuschalten, wenn man genug Höhe hat. Also ich weiß jetzt auch nicht, in welcher Höhe das passiert ist. Wenn es natürlich am Start passiert, ist das Kacke. Aber dann wären sie auch angeschnallt gewesen. Also insofern, Gott sei Dank, nichts passiert. Warum er das gemacht hat, kann keiner sagen, ist absolut ungewöhnlich. Es werden natürlich auch Erinnerungen wach an die German Wings und man kann halt immer nicht in den Kopf der Leute reinschauen. Also manchmal sind Leute einfach, ich will nicht sagen Banane, aber das ist halt problematisch. Das Thema ist mir heute auch von vielen von euch zugetragen worden, namentlich natürlich Sven wollte ich nennen, dann hat Stadtbär das, glaube ich, geschickt, hatten einige geschickt, also tut mir leid, wenn ich das jetzt nicht alles rekapituliere, wer es gemacht hat, danke dafür, dass er Sachen zuschickt, bin ich immer sehr dankbar für, vielleicht übersehe ich ja auch etwas, deshalb hier gerne auf WhatsApp oder auf anderen Wegen, WhatsApp ist mir aber am liebsten und dann gehen wir auch immer wieder auf die Nummer. Ich weiß gar nicht, ob die hier oder hier ist. Habe meinen Kontrollmonitor nicht dabei. Auf jeden Fall danke dafür. Das
solltet ihr kommentieren, genau. Und die Frage des Tages, natürlich, die gebe ich euch auch. Kann ich die eigentlich einblenden? Ich kann sie nicht einblenden. Aber die Frage des Tages ist heute auch einfach, seid ihr schon mal auf dem Jumpsitz mitgeflogen? Ich persönlich bin da mitgeflogen, auch in einem 320er, wobei das, glaube ich, eine E175 oder 195 war, eine Embraer, glaube ich. Ist nicht ganz so bequem, wie es klingt. Ist aber auch wieder wie im richtigen Leben unbequemer, als nicht mitzufliegen. Ne? Also lieber auf dem Jump, als dass man dann da bleibt. Deshalb, also, ihr seid jetzt dran. Das nächste Thema ist natürlich ein Thema, was ich persönlich geil finde. Und zwar, das ist die 380, die ONU, die Flying ONU von den Freunden aus Japan. Und da ist jetzt der dritte in die Luft gegangen. Das ist die Schildkröte in Orange und die ist halt wirklich auch im Einsatz. Die Maschine ist ja schon seit längerem im Einsatz, war dann aber geparkt und die Operation bei Japan Airlines ist ja nach Hawaii eingestellt worden aufgrund von Covid. Jetzt ist es so, dass die dritte Maschine in der Luft haben und die dritte Maschine in der Luft hatte damit dann auch die höchste Kapazität, die man hatte. Dann die beiden Schwestermodelle Lani und Kai. Und ich muss gerade gucken, wie die Orange heißt. Habe ich den Namen überhaupt? Ich weiß gar nicht. Da könnt ihr jetzt eingreifen. Wie heißt die Orange Schildkröte? Welchen Namen hat sie? Also wir wissen ja bei den anderen, wenn Lani und Kai. Und damit haben sie halt wirklich die höchste Kapazität zwischen Tokio und Honolulu im Einsatz. Ich persönlich finde das Flugzeug richtig geil, alleine von der Lackierung her. Also es sieht Wucht aus. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen in einer Sendung, aber ihr könnt gerne unten nochmal kommentieren, was ihr davon haltet. Ich bin mal gespannt. Dann wollte ich euch noch ein Thema mitbringen von Finnair. Die Finnair kann man eigentlich zusammenfassen, dass Finnair im Aufwind ist. Man hört auch nicht wirklich das, dass man sich, außer dass man die Avios benutzt, weiter an British Airways annähern möchte. Die Zahlen sind halt dort sehr gut. Man hat 600 Millionen Schulden halb konvertiert, heißt also, man hat ein bisschen neues Kapital gekriegt, Deutsche Bank war übrigens auch beteiligt, aber der finnische Staat hat auch mehrere hundert Millionen aus den Krediten, die sie gewährt haben während Covid, in Anteile umgewandelt und Finnair sieht seine Zeiten relativ gut. Das, was ihr mitnehmen könnt aus dieser heutigen Quartals-3-Geschichte im Ausblick ist, der Kerosinpreis pro Tonne ist bei $1,000. Der war im Sommer bei 600 bis $700 in der Sprengung und ihr seht, wie viel das höher war und es war auch mal ein bisschen höher. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass die Tonne Sprit wirklich bei $1,000 bleibt. Und das ist halt das Riesenproblem, dass diese hohen Preise dann auch natürlich auf die Ticketpreise durchschlagen werden. Das ist nicht ganz unvermeidbar. Da sollten wir uns dann thematisch drauf einstellen. Aber Topi Manner hatte auch gesagt, dass Ticketpreise nicht unbedingt beim Spritpreis abhängen, weil Angebot und Nachfrage. Also das Problem ist halt immer, dass wenn natürlich mehr Angebot da ist und die Nachfrage niedrig ist, dann ist trotz des Spritpreises, ne, der Preis niedrig. Also es ist jetzt nicht immer so eine Korrelation, aber es wird in the long run wirklich eingepreist werden müssen. Und im Durchschnitt werden die Flugtickets wesentlich teurer. Das nur so davon. Dann hatten wir gestern von einem anderen CEO aus der Welt der Aviation gehört, und zwar von Akbar Al-Barka aus Doha. Und er tritt am 5. November quasi zurück. Und es gibt auch einen Nachfolger, und zwar ist das, ich muss das ablesen, Bader Mohammed Al-Meer. Meer wie Meer, also wie was Wasser. Und der Kollege übernimmt dann den Sitz an der Spitze. Al-Barka ist ja sehr umstritten, seine Sprüche sind scharf, sie sind spitz, sie können wehtun, sie können verletzen, denke ich mal, für viele Leute, auch mit dieser Granny-Nummer, weil ich gestern gesagt habe, dass er gesagt hat, bei den US Airlines arbeiten die Omas, bei uns ist ein Durchschnitt von 26 Jahre bei den Flugbegleiterinnen, ist natürlich in der heutigen Zeit nicht ganz so okay, wäre auch, glaube ich, in meiner Jugendzeit auch nicht so hübsch gewesen, aber nun gut, hey. Und Qatar Airways braucht jetzt jemanden, der vielleicht da so ein bisschen entspannter ist, weil Qatar Airways ja auch ein paar Probleme hat. Wir erinnern uns auch an die australische Geschichte, wo die Damen da Intimuntersuchungen über sich ergehen lassen mussten. Und es wird ja auch immer von den Crews sehr berichtet, dass dort ja, die Arbeitsbedingungen relativ problematisch sind, weil es gibt keine Gewerkschaften, es gibt gar nichts, was kontrolliert wird und es ist ähnlich wie in Dubai. In Dubai ist ja auch die Herrscherfamilie sowohl die Flugaufsichtsbehörde, ist die Eigentümer des Flughafens, ist aber auch der Eigentümer der Fluggesellschaft. Das heißt im Prinzip, man, oder ist der Schippschwager. Also das heißt, also, es ist alles in der Familie und da ist halt das Problem, dass man da vielleicht ein bisschen was machen muss, dass man
ein bisschen die Wogen halt runter machen müsste. Und ich glaube wirklich, dass das ja, in meinen Augen wirklich spannend ist. Und da muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen, ich bin mal gespannt, wie der Kollege das macht. Ich kenne ihn persönlich gar nicht, im Gegensatz zu Al-Barker, habe auch keinen Kontakt mit ihm gehabt. Ich bin mal gespannt, wenn ich ihn auf der IATA AGM oder sowas treffe, und bin dann natürlich direkt am Berichten machen tun, wie man das so macht, ne? Strawberry Hotels, ja, die haben im Moment Triple Elite Qualifying Nights. Das heißt also, Strawberry Hotels, die hießen ja vorher Choice Hotels, die geben jetzt dreifache Statusnächte für alle Buchungen, die man macht bis zum 30. Oktober. Und die Übernachtung können bis zum 15. Januar sein. Das heißt also, ihr bekommt dreifache Statusnächte. Und wichtig ist, für den Silber braucht man 5 Nächte, für Gold 30, für Platin 20, 60. 20 sind es nämlich nur, wenn man 3, ne, ihr wisst. Gold braucht dann nur noch 10 Nächte anstatt der 30 und so weiter und so fort. Vorteile gibt es da auch mit Upgrades und so weiter. Ich persönlich habe mit diesen Nordic Choice und so weiter Hotels nicht wirklich Erfahrungen gesammelt, muss ich euch gestehen, weil ich in denen nicht übernachtet habe, außer in einem, das ist das Forum, glaube ich, heißt das, was in Helsinki relativ cool ist, so ein Glasgebäude mit oben einem geilen Pool, und ich bin halt wegen dem geilen Pool da gewesen. Ansonsten muss ich euch ehrlicherweise sagen, wer das ausprobieren möchte, kann das machen, ist eine coole Aktion. Und denkt dran, die Aktion läuft quasi bei Verbuchungen bis jetzt zum 30. Oktober und übernachtet muss werden bis zum 15. Januar. Ich habe mir das jetzt mit dem Status gar nicht angeguckt, das muss ich mal kurz schauen, ob ich das sehe. Aber man muss halt wirklich sagen, dass natürlich, wer nicht in der nordischen Region lebt, der kennt die Hotels gar nicht. Also ich sehe da auch nicht wirklich die Ausbreitung weltweit. Aber es sind einige hübsche Hotels bei, wie gesagt. Und schaut es euch an und genießt es, wenn ihr den Status bekommt. Ja, die Sendung hat jetzt wieder, warte, ich muss gerade mal gucken, doch wieder 12 Minuten gedauert, etwas länger als ich dachte. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und vor allem auch zu kommentieren. Die Frage des Tages natürlich. Ich werde sie heute im Laufe des Tages beantworten. Ich selber fliege ein bisschen rum, um meinen Status bei Finnair wieder zu optimieren. Und ich muss auch ein bisschen hier noch ein paar Sachen machen, muss auch noch gleich hier zum Interview. Also insofern danke ich euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und vielleicht habt ihr jemand Wichtiges hinten vorbeigehen sehen, weil ich meine, einmal wäre Toppi durchs Bild gelaufen. Aber ihr könnt ja unten schreiben, ob ihr ihn gesehen habt. Also danke, bis morgen und tschüss. So, jetzt Ende. Abspann, genau, warte, ich hätte fast den Abspann vergessen. Hier, bis dann, ciao.